Das hier ist das nagelneue Pokémon-Set Paradise Dragona und das werden wir in dem heutigen Video öffnen. Und zwar mit der Absicht, Latias oder Latios EX in der SAR-Variante zu ziehen. Und ebenfalls werden wir noch eine Kleinigkeit extra öffnen, das werdet ihr dann im Video sehen und ich würde sagen, damit nochmal herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Pokédentist und wir gehen auch direkt rein ins Video. Okay, da sind wir mit dem wunderschönen, schaut es euch an, Paradise Dragona. Passend dazu, dass ich gerade im Urlaub war, ein wunderbares Set am Strand im Sommer auf einer wunderschönen tropischen Insel. Und wir wollen entweder den Kollegen oder den Kollegen, der hier gibt's, den gibt's auch als SAR-Karte, bin ich mal gespannt, ob, ja, ob's heute gönnt. Ich kenne mich nicht so gut aus mit den Hits, ich weiß nur, dass die beiden die Karten sind, die ich auf jeden Fall will. Und öffnen jetzt endlich Paradise Dragona. Ist das nicht immer ein erfüllendes Gefühl? So, wir müssten hier 30 Booster drin haben. Und wir werden erstmal die Lasche ziehen. Diese ganze... Das Display hat 50 Euro gekostet. Und ich habe richtig Lust drauf. Genau. Und ich habe auch eine Umfrage auf YouTube gemacht, ob ihr grundsätzlich Interesse daran hättet, mal ein Boxbreak zu machen. Natürlich live und in Farbe. Nee, Spaß, live. Man könnte vorher die... Booster kaufen bei meinem Partner Shop Crispy Cards, würde ich einfach mal einblenden. Unten in der Videobeschreibung findet ihr auch den Link zur Internetseite von Crispy Cards und eben meinen Code, bei dem ihr nochmal 5% sparen könnt. Pokédentist. Alles klein geschrieben. Und genau, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Andernfalls auch gerne bei der Umfrage teilnehmen, auch in meinem Discord. In den Allgemeinchat schreiben. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da dazukommen würdet. So, und jetzt gar nicht lange weiterreden. Wir haben hier 5 Karten pro Booster, wie es üblich ist bei den japanischen Sets. Und wir wollen jetzt die SAR-Karte ziehen. Und wir fangen auch direkt an mit dem ersten Booster. Wie wir alle wissen, nicht aufziehen an der Lasche, sondern eben hier bei dem kleinen Löchlein bei den japanischen Karten. Geht besser. Kartentrick, keine Ahnung. Wir fangen einfach mal an und schauen. Hier ein schönes Panzer-Aeron. Wir gehen einmal in den Zoom. Wunderbar! Zoom. Ein Knackleon. Einmal dieses coole Pokémon in der Truhe. Dann Montenegro, oder wie das Ding heißt. Altaria. Ist ein Drachenset, by the way. Und das war's schon. Zweites Booster. Habt ihr das Set schon geöffnet? Was haltet ihr davon? Ich muss sagen, allein Latias und Latios sind auf jeden Fall die Karten, die ich mir hier raus wünsche. Der coole Oktopus. Oh, Schwerti. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es heißt. Ah, okay. Tono, irgendwas mit einer Schildkröte. Und... ja, eine Trainerin, die, glaube ich, als Full-Art-Karte richtig viel wert sein kann. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Nächstes Booster. Genau, und ungefähr, wenn wir die Hälfte erreicht haben, werden wir noch eine Kleinigkeit extra öffnen. Dazu dann, wie gesagt, später mehr. So, ich glaube, es müssten 4 Art-Rares drin sein. Eine Secret-Rare-Karte und genau, ein paar EX wahrscheinlich noch. Das war's auch schon wieder. Läuft ja. Nicht. Nächstes Booster Nummer 4. Ja, freut ihr euch schon auf Searching Sparks? Ich habe noch nicht mal eine Holokarte gehabt. Quarks. Searching Sparks, also funkende irgendwas, funkeln. Oh, Sarude. Und okay, wir müssen eine Karte von hinten nach vorne. Sarude Holo auf jeden Fall. Schöne Karte. Wir machen mal hier die aus dem Bild und der schöne Fisch. Ja, weiter geht es. Booster 5. Eine Karte nach vorne. Ich hoffe, das stimmt so. Und wir gucken, was wir haben. Ich würde mich übertrieben
über Latias oder Latios wirklich freuen. Ich liebe diese Karte, auch die wunderbare von Sonne und Mond. Oh, okay. Ich glaube, das war schon die Secret Rare. Aber, das heißt ja nichts, können ja auch manchmal zwei und so drin sein. Trainer. Oder ist das eine Full Art? Ich bin mir nicht sicher. Also müsste auf jeden Fall eine Secret Rare sein. Ja, Secret Rare SR. Okay, das heißt, wir haben hier unseren ersten Hit. Und wir hoffen natürlich, dass wir noch weitere coole Sachen ziehen können. In dem sechsten Booster. Eine Karte nach vorne. Ich habe keine Ahnung, wie das ist. SRs können übrigens trotzdem drin sein. Da war ein süßes Wablu. Knackleon. Und ein Brief. Das wird wahrscheinlich ein recht langes Video. Würde mich also freuen, wenn ihr bei diesem Punkt noch zuschaut und mal in die Kommentare schreibt, was ihr von dieser Secret Rare haltet. So. Süßes Teil. Dieses Ding, ich weiß, ich muss rausfinden, wie es heißt. Kaokto heißt er, glaube ich. Und ja. Die Weiterentwicklung vorhin. Eine Karte nach vorne. Und wir haben wieder Altaria. Knapfel, Apfel. Und da ist jemand irgendwo in einem, möchte in ein Loch. Und, oh. Der Fisch. Der Fisch ist auch da. Ob ich das Pokémon jetzt schön finde, ist halt auch. Gut, die erste Art Rare Karte. Und ich hoffe so sehr, dass wir noch einen Mega Hit haben. Das wäre echt eine nice Sache. Und ich will immer die Energie raten, aber das wird nichts. Sollte mal mittig bleiben. So. Ein Wal, Kusilla. Stalabor. Und wow, die erste EX-Karte. Latios Ass. Ich weiß gerade nicht genau. Schöne Karte auf jeden Fall. Die sieht halt echt cool aus. Auch wenn es nur eine EX-Karte ist, die finde ich richtig geil. Gehen wir ein bisschen schneller jetzt durch hier, so. Donfel oder sowas. Und eine Glocke. Ist halt echt schade, wenn man im japanischen Set schon so recht früh eine Karte gezogen hat. Aber das wird uns nicht daran hindern, hier weiterzumachen. Das Display muss fertig gerippt werden. Und wir ziehen heute noch eine Latias oder Latios EX-Karte. Da schimmert es rosa oder oh, ja, rosa, ja doch rosa, oder? Hier rosa. Das wird wohl dann eine Aceback-Karte sein. Die sieht geil aus, muss ich zugeben. Alter, dieser Effekt, heftig. Schönes Kärtchen. Wie viele Booster habe ich denn schon geöffnet, ist die Frage. Das gucken wir gleich. Und weiter geht es. Hier wieder. Oh, Quarks. Die Beltra, Vorentwicklung. Und what the fuck? Owei auf dem Sportplatz. Und es war irgendwie wohl Inliner fahren. Oder Skateboard fahren, Tennis spielen oder Basketball spielen. Und liegt auf einem Handtuch. Interessante Karte. Auch eine coole Art Rare auf jeden Fall. So, noch zwei Booster. Und dann machen wir das kleine Halbzeit-Opening. Ist auch nicht schlecht. In einem Opening noch ein Halbzeit-Opening. Das gibt es nur hier. So, weiter. Knackleon. Und der hier, der gute Kollege. Und jetzt Booster Nummer 15. Die Halbzeit ist erreicht. Wir haben zwei Art Rares, eine Secret Rare. Und gucken jetzt noch, was wir in diesem 15. Booster haben. Doradodon. Wablu. Und ist noch gut? Ist das so? Ich glaube, irgendwie sowas. So, da haben wir jetzt wieder das 15. Booster eben geöffnet. Ich würde mal dieses Ding hier wegschieben kurz. Ich mache nichts, lass da oben stehen. Dies lief ich kurz ein und dann sehen wir uns gleich wieder mit dem Special. Und jetzt ist die Frage, was ist das Special? Es ist, ich werde es jetzt ganz krass einwerfen, wow, eine Special
Nachtara-Box mit einem Bilderrahmen, in den man quasi die Karte, die hier ebenfalls enthalten ist, nämlich die da, von Nachtara reinmachen kann. Natürlich auch jede andere Nachtara-Karte auf Simplified Chinese. Hier sind noch zwei Booster enthalten und das werden wir mal schnell jetzt hier öffnen. Das ist natürlich ein tolles kleines Geschenk, muss ich sagen, wenn man irgendwie jemanden eine Freude machen will. Natürlich sollte er Pokémon gut finden, sonst ist es nicht so geil. Und wir schauen, was drin ist. Oh, das ist der schöne Bilderrahmen mit einer Hülle sogar dabei für die Karte. Dann haben wir ein Jumbo-Booster von dem, da ist auf jeden Fall ein Hit drin, by the way, das ist richtig geil. Und noch das kleine Booster und nichts. Das bedeutet, diese Karte, die ist gar nicht drin. Die ist nicht drin, das heißt, die müssen wir jetzt ziehen. Beziehungsweise wir versuchen natürlich noch Tara VMAX Altart zu ziehen und sie dann hier reinzumachen. Ich habe jetzt nicht die Nachtara-Karte gerade zur Hand, aber es macht sich auf jeden Fall mega cool im Regal, wenn man, ich mach's mal kurz auf, was soll der Geiz? Das kostet, glaube ich, 15 Euro, das Ganze. Und ist damit relativ preiswert. Und wie gesagt, man kann dann eben hier, ich denke mal, das ist magnetisch. Ach, was, man schiebt die hier oben rein. Okay, alles klar. Also man schiebt die Karte dann hier oben rein und hat dann hier eben die Karte drin. Gut, dass diese Folie wieder rausgekommen ist. So, dann legen wir das mal hin. Ne, wir stellen das mal hin hier und machen trauerspielmäßig hier Sarude rein. Keine Ahnung, ob Sarude da wieder rauskommt. Ist auch absolut unpassend, aber ist ja egal. So, jetzt haben wir die Hülle hier. Und wir fangen an mit dieser Motte. Gleiches Spiel hier. Machen wir einfach mal auf. Simplified Chinese Karten haben natürlich den Hintergrund wie unsere deutsch-englischen, also europäischen Karten und amerikanischen Karten und so weiter. Also nicht die asiatischen Hintergründe, beziehungsweise japanisch, was laber ich, Mann. So, ein Sandama. Ein Loturzel. Da ist die Reverse. Und was haben wir da noch? Oh, nice. Ein Inteleon VMAX. Und die zwei normalen Karten. Hey, warum nicht? Krass, direkt ein Hit. In dem Booster ist nämlich nichts garantiert. So, und jetzt mein Favorit. Das ist das Jumbo Booster mit 25 Karten. Und hier ist ein Hit garantiert, was richtig nice ist. Und ich würde sagen, ja, das ist quasi Evolving Skies bzw. Drachenwandel. Und wir schauen mal rein, ob wir hier Glück haben. Da kann man richtig geile Karten rausziehen. Natürlich, Simplified Chinese sind nicht im Wert, nicht mal ansatzweise bei Japanisch oder Deutsch-Englisch so zum Beispiel. Aber ja, ist ja auch egal. Es geht ja auch ein bisschen darum, dass man dann die Artworks hat. Nicht jedem. Ich bin gespannt, ob sich das auch durchsetzt mit Simplified Chinese. Ich habe hier oben, da kann ich mein Video einblenden, wie ich da die Mew-Box geöffnet habe, die auch echt cool war. Die Mew, ETB, TTB, whatever. Auf jeden Fall irgendeine Trainerbox. Und wir hoffen, dass wir jetzt was Geiles ziehen. So. Jetzt kommen wir langsam zu den Hits. Elektroball nochmal. Ice Q. Eine Holo-Karte. Wow. Galalavados. Sieht richtig nice aus, muss ich zugeben. Und jetzt. Oh, da ist die V-Karte. Von Glaciola. Noch die Reverse und noch eine Reverse. Das war jetzt leider kein krasser Hit, aber immerhin haben wir einen Inteleon VMAX und eben diese wunderschöne Glaciola, die das Eis durchbricht. Schöne Karte. Und eine Evolution, kann man nie was gegen sagen. So, und damit geht es weiter mit Paradise. Paradise. Paradise Dragona. Oder Paradise Dragona wahrscheinlich eher, ne? Naja, auf jeden Fall passt es wirklich ganz gut. Ich habe das Set schon länger vorbestellt und jetzt kam ich aus dem Urlaub und es war da und es war einfach super. So, haben wir noch einen guten Hit aus diesem Set? Das ist hier die Frage und
ist denn das? Ein Hochhaus. Das muss eigentlich Duraludon sein. Und weiter geht es. Wir beeilen uns, wir beeilen uns. Damit keiner einschläft, geht es hier richtig rund. Zack, Knacki. Icy, Magby. Und eine EX-Karte. So, weiter geht's. Müsste Booster 17 sein. So, da ist das Gute. Das sind schon süße Artworks, muss man einfach sagen. Auch hier der Gute. Und ein Surfer. Ich mache jetzt wirklich heute ein bisschen schneller, weil 30 Booster sind halt schon ein paar. Hier ist wieder der Tornuptor. Ich habe keine Ahnung, wie der Typ heißt. Wenn ihr es am Anfang nicht mitbekommen habt, gerne mal Bescheid sagen, ob ihr Bock habt auf ein Display Break. Live natürlich, Box Break. Und ihr könnt vorher die Booster dann quasi bei meinem Partnershop Crispy Cards erwerben. Oh, Mist. Ja, das wäre eine Idee. Die Booster werden wahrscheinlich, würden die so zwischen 3,50 und 4 Euro kosten. Und wir haben mal überlegt, Stellarkrone zu Rippe. Ja, genau. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr darauf Bock hättet. Oh, wei. Entwicklung von Kaokto und der Balljunge. Lasst mich jetzt mal Glück haben. Ich will noch eine geile SAR. Rein in die Olga. Natürlich nicht. Kusilla, Duraludon. Ja. Und Palkia. Geiles Artwork. Ist irgendwo ganz wütend unterwegs. So, das war eine Holo. Jetzt haben wir noch ein paar Booster übrig. Kartentrick lassen wir jetzt einfach mal gut sein. So. Oh! Libeldra EX. Sieht geil aus, auf jeden Fall. Bisschen übertrieben auch, was da los ist auf der Karte. Aber hat auch hier irgendwie so einen Regenbogeneffekt. Coole Karte, wirklich. Und nochmal ein Latios. Latios. Lassen wir es. So. Nächstes Booster. Hier haben wir wieder den Kollegen aus der Geldruhe und einen Ball. Also wir haben nicht mehr viele Booster. Jetzt muss es aber mal wirklich gönnen. Komm schon, Latias, Latias. Latias, Latias. Latios, EX. Bitte, bitte. Meine Güte. Sag mal, ihr müsst aber eigentlich noch was kommen. Also zumindest mal Art Rares. Ich glaube nicht, dass da nur zwei drin sind. So. Und Knapfel und... Ach, da ist auch eine. Also ich habe wirklich Glück, die wunderschönsten Karten zu ziehen. Sieht aus auf jeden Fall wie so ein richtiger Schimmelpilz. Und der wird angebetet von seinen Pilzfreunden. Lege ich mal dahin. So, eine Art Rare muss noch kommen. Soweit ich weiß, sind vier ja drin. Hier sind auch zwei Booster. Und nochmal zwei. Und let's fets. Meine Brille rutscht schon die ganze Zeit runter, sodass meine Augen noch mehr asiatisch wirken. Jetzt komm, Latias, Latios, EX. Ey, wie oft habe ich denn das jetzt in dem Video gesagt? Eckbert und... Schon wieder der hässliche Ball. Noch drei Booster, Freunde. Eine Artware noch, glaube ich. Müsste. Also ich glaube, das Set werde ich nochmal aufmachen. Einfach mal eine 1 in die Kommentare, wenn du das jetzt gehört hast. Ach Gott, Junge, Mann, das ist viel zu spät. Weiter geht's. Auf jeden Fall eine 1 in die Kommentare, wenn du willst, dass ich das nochmal öffne. Und eine Kokowai EX. Na, immerhin. Auch wieder mit Struktur. Sieht schon nice aus, muss man schon sagen. Poor Last Pack Magic. Ich glaube, Godpacks gibt es hier nicht. Und wir gehen rein. Drückt mir die Däumchen. Kaokto. Sonne. Ein Wal. Oh, oh. Was ist die letzte Karte? Im letzten Booster haben wir nochmal einen richtig heftigen Hit. Oder war es das mit der Ausbeute? Ich sag, da muss noch eine Art Rare kommen, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher.
So, jetzt machen wir das mal ein bisschen langsamer. Last Pack Magic von Paradise Dragona. Quacks. Pilz. Nein! Keilflamme. Als Holokarte. Das war's mit dem Display. Hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Ein wunderbares Display zum Öffnen, finde ich. Schade, dass wir jetzt nicht mehr irgendwie gezogen haben von den beiden Kollegen. Immerhin haben wir einen Latios EX gezogen als normale EX-Karte. Das ist ja auch schon mal ganz cool. Und ansonsten würde ich sagen, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne ein Like, ein Kommentar und ein, wenn ihr es noch nicht getan habt, ein Abo dalassen. Das würde mich sehr freuen und auch unterstützen. An dieser Stelle auch nochmal danke für 3000 Abonnenten. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos. Wahrscheinlich wird es dann mal Stellarkrone geben. Darauf habe ich ja auch richtig Lust und habe noch gar nichts davon geöffnet eigentlich, außer in einem Livestream. Booster Bundle, genau so heißt es. Ja, genau, deswegen muss ich da auch noch auf jeden Fall rein. Ich habe auf jeden Fall was vorbestellt und ich denke, es wird auch demnächst kommen. Das heißt, bis zum nächsten Video und ich sage damit ciao! Willkommen bei Pokerentis, hier fängt der Spaß an. Gemeinsam mit euch Booster öffnen, das ist mein Plan. Tägliche Shorts und wöchentliche Videos, klar. Auf YouTube und Instagram immer für euch da. Pokerentis, dein Pokémon-Kanal.